Marky Boy. Der Charlie, der kann richtig eskalieren. Boot. Richtig am Sprinten, der Boy. Na ja, gut, Mark. Ist eigentlich ja Joggen. Hey. Aber trotzdem relativ schnell. Mark. Ziemlich flotti Karotti. Könnte klappen. Schau mal, wie böse. Das ist aber riesengroß hier alles, ne? Da war der Hund. Da unten können wir durchgehen und hier können wir auch noch runtergehen. Oh ne, hier kann ich nicht runtergehen. Ob man immer ich da runter kann. Boloi. Oh oh, der Hund. Der ist doch bestimmt brav, oder? Ich will letztlich noch einen Hund töten oder so, bitte nicht. Lass den Hund bitte einfach nur freundlich sein. Mist! Ja, hol's verdammt! Charlie wurde von einem Hund gejagt. Ja gut, gejagt kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Uns angebellt, aber richtig gejagt wurden wir jetzt nicht. Ich guck erstmal hier. Auf Silben aus, ne? Oh,
Alle Wege führen zu diesem Aufzug. Ich probier's. Waste of time. Ah, da hoch können wir. Ah. Wo ist wir hier hoch? Das ist nichts. Verstehe. Das finde ich gefährlich. Alles gut. Oh. Mark. Mark? Was zur Hölle? Charlie? Du lebst. Mit gebrochenen Rippen. Charlie, ich dachte, du wärst tot. War ich fast. Das tut mir leid. Ich dachte... Wie zur Hölle hast du es hier rausgeschafft? Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Ich wäre fast verbrannt. Ich weiß. Haben wir gesehen. Ihr habt's gesehen? Was soll das heißen? Wie genau hast du es da rausgeschafft? Wo ist der Rest? Mark, sind Sie sicher? Mark war Charlie gegenüber misstrauisch. Er wollte wissen, wie Charlie den Brennofen überlebt hatte. Wir wurden bei unserer Flucht getrennt. Dumet hat hier alles mit sämtlichen Fallen versehen. Wir sind auf ihn reingefallen. Wir müssen hier weg. Zurück zur Fähre. Ist außer Betrieb. Wir haben beschlossen, zum Leuchtturm zu gehen. Versuchen, Notsignal zu senden. Gibt es auch gute Nachrichten? Jetzt, wo du es sagst. Ich dachte, ich sehe das nie wieder. Ja, immerhin. Unser Feuerzeug wieder. Visitenkarte. Komplett random. 4 von 5, ne? Ja. Eine noch. Ich muss bestimmt diese Kiste darunter stoßen, weil hier ist auch ein Leiter. Darüber gehen wir. Was haben wir hier? Ah. Machen wir doch mal Luki Luki. Oh, Vorahnung. What the fuck?
Okay, das ist aus dem nächsten Teil. What the hell? Also spielt der nächste Teil im Weltall oder was? Ach du Scheiße, Digga. Ich bin hyped as fuck, Alter. Name des Patienten Monday, Hector Whalen. 30.08.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seiner Mutter begleitet, die mir berichtete, Hector würde über Unwohlsein und Müdigkeit klagen. Die Untersuchung ergab, dass Hector leicht unterernährt ist, er ist untergewichtig und seine Haut ist bleich. Außerdem habe ich für die Mutter 2 Milligramm Diazepam bis zu 3-mal täglich bei Bedarf verschrieben. 27.09.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute nach einer Krankenhauseinweisung wegen akuter Bronchitis in meiner Praxis untersucht. Hector war während des Unterrichts zusammengebrochen. Er hat sich in den 2 Wochen seit der Krankenhauseinweisung gut vom Virus erholt, der wahrscheinlich aufgrund des durch Mangelernährung geschwächten Immunsystems leicht Fuß fassen konnte. Als er mit den anderen Kindern in der Schule in Kontakt kam, bei der Untersuchung von Hectors Brust entdeckte ich Blutergüsse an seinen Unterarmen und Schultern, die durch grobe Spiele in der Schule verursacht wurden. Hector wird geraten, solche Aktivitäten zu vermeiden. Der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nicht zu rauchen, vor allem während seiner Genesung. Ich werde in einer Woche einen Folgetermin vereinbaren. 4.10.72, ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinen Wunsch in meine Praxis untersucht. Er hat sich fast von seiner Bronchitis erholt. Die Blutergüsse sind schlimmer geworden. Sie wurden durch beträchtliche Gewalteinwirkung hervorgerufen, eher durch einen Erwachsenen als durch Schulfreunde. Arrangiere Sie einen Folgetermin für nächste Woche. 12.10.72. Ich habe Hector heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seinem Großvater George begleitet. Hectors ursprüngliche Blutergüsse sind verblasst. Sein Großvater wollte, dass ich mir Hectors Beine ansehe. Die Knöchel sind geschwollen und weisen Schnittwunden auf, als ob er gefesselt worden wäre. Der Großvater vermutet, Hectors Mutter komme nicht mit ihm klar. Arrangieren Sie für nächste Woche ein Folgegespräch mit Hectors Mutter. Und deswegen ist er so geworden. Gerade so diese Serienmörder und sowas, die haben meistens immer eine schreckliche Kindheit und was weiß ich durchlebt, dass die so geworden sind. Ich weiß gar nicht, wo ich das Teil hinstellen muss. In die Seite oder was? Nee, oder? Doch. Ah ja, doch, hier ist ein Loch. Stinkt hier so. Da draußen ist ein Hund. Habe ich auch gesehen. Hat mich zu Tode erschreckt. Marker Charlie erzählt, er hätte den Hund auch gesehen. Bestimmt hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Digga, sogar hier hat der Computer mit Überwachungskameras. Alter, was zur Hölle?
Der Harold, Kopfschmerzen, zwei Opfer mit vertauschten Köpfen gefunden. In einem verlassenen Lagerhaus am Rande von Dalton, Georgia, gab es einen weiteren grausigen Fund. Bei den beiden Opfern handelt es sich vermutlich um die jüngsten Morde des imaginären Mörders. Neben den beiden Opfern zählte FBI-Agent Monday Berichten zufolge am Tatort mehrere wiederverwendete Körperteile, die von früheren Opfern zu stammen scheinen. Monday beschrieb die entdeckten makabren Animaltroniken als geisteskranke Schöpfungen, die eine Beleidigung für die Menschlichkeit der Opfer sind. Die DNA-Analyse muss noch bestätigen, ob es sich tatsächlich um die fehlenden Körperteile früherer Opfer handelte. Oh nee, das ist glaube ich eine Todesszene von ihm, oder? Nee, das sitzt da auf dem Stuhl. Das ist es glaube ich. Außerdem spielen wir ja auch Dingens Charlie. Nicht gut. Alter, mach doch das Licht aus, bist du behindert? Leise. Bleib ruhig. Kann man nur so dumm sein. Glück gehabt. Ja. Ich komme aus der Aushärtungsanlage. Das ist das, was wir gelesen haben. Hier geht's nicht raus. Was ich nicht verstehe, wie kann der Typ eigentlich die ganze Zeit so schnell an jedem Ort sein? Wir haben ja das in der Zentrale da von ihm anscheinend gesehen, aber er ist ja trotzdem irgendwie gefühlt so schnell überall. Was? Ach du Scheiße. Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Alter, ist die eine schwanger gewesen? Warum? Weil sie ihm etwas bedeuten. Trophäen. Nee, die eine ist nicht schwanger gewesen. Alter, das sah aus, als wäre die eine schwanger gewesen. Die Matt scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Nee. Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen. Schafft das ein einzelner Mann? Es ist nur er. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Was haben wir denn hier noch? Da ist auch noch was. Der immer diese Dinger, die man hier zur Seite schiebt. Mal. Alter.
Digga. Schritt 1 fixieren. Schritt 2 sezieren. Schritt 3 entfernen von Körperfett und Wasser. Schritt 4 imprägnieren. Schritt 5 positionieren. Schritt 6 aushärten. Alter, ist das abartig. Mr. Lee Harrison, 175, 6.10.22, Versuchsperson ist erstickt um 4.27 Uhr. Versuchsperson gewaschen, einfrieren, nicht erforderlich, da Formaldehydlösung vorbereitet wurde, in das Aushärtungshaus gebracht, um mit der Konservierung zu beginnen. 7.10.22, frühe Zersetzung hat noch keinen offensichtlichen Verfall gezeigt, brauchbares Exemplar für die animatronischen Integrationen. Injektion einer Formaldehyd-Fixierungslösung in das Herz-Kreislauf-System der Testperson. Fixierungslösungsprozess abgeschlossen, 4 Stunden und 30 Minuten. Versuchspersonen Acetonband gelegt, in 24 Stunden erneut untersuchen. 8.10.22, keine Probleme mit der Versuchspersonen Aceton gefunden, noch keine Anzeichen von Leichenstarre, in 48 Stunden erneut untersuchen. 10.10. Gute Fortschritte, Anzeichen von Starre in den Extremitäten. Die vorherigen Versuchspersonen, Mr. Levis Harrison, musste in einen Säurebad entsorgt werden. Die Leichenstarre erreichte die Haut und verursachte eine starke Blasenbildung, was dazu führte, dass die Probe nicht brauchbar war, möglicherweise aufgrund der kleineren Statur der Versuchsperson, die die Zersetzung beschleunigte. 84 Kilogramm im Vergleich zu 64 Kilogramm einer Verzögerung bei Beginn der Fixierung oder einer zu niedrigen Schätzung des Formaldehydgehalts. 13.10.22 weiterhin positive Entwicklung, Extremitäten vollständig verhärtet bis hin zur Starre der Gliedmassen in einer Woche erneut untersuchen. 20.10. Gliedmassen 50% verhärtet, Acetonen abgelassen und ausgetauscht, in 24 Stunden erneut untersuchen. 21.10. keine Probleme mit neuem Acetonersatz, in einer Woche erneut untersuchen. Alter. Charlie hat Unterlagen gefunden, wie Dumet seine Animatroniken herstellt. Formaldehyd ist der hier eingelegt, also. Hämmer denn hier schien ist. Da kann ich irgendwo dran ziehen, das mache ich jetzt mal noch nicht. Da kann man rüberklettern. Alter, noch ein Kopf, wo gestorben ist, so wie ihm. The fuck. Was aber denn hier Schönes? Oh mein Gott, hier hängen sie überall. Crazy Motherfucker, das ist. Da hängt auch einer an der Ecke.
war nochmal ein Obeloi, oder? Nee, das ist Ring. Harrison und Lewis. Ja, auch wieder. Alter Schwede. Ah, hier geht's wieder runter. Hoffentlich hält das. Das probieren können wir nicht. Ja, und dann kommen wir hier rüber. Wunderbar. Ja, da. Boah. Na, bald sind wir fucking Leuchtturm. So, kurze Pause, wir sehen uns nächste Folge wieder, sonst überziehe ich hier wunderschön.